Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Für Nüsse mit Klaus und Dirk und einem vietnamesischen Mittagsgericht. Genau, ihr seid quasi live dabei oder für euch ist es in dem Moment, also es ist auf jeden Fall eine Komposition. Live on tape, wie man bei RTL Samstagnacht immer gesagt hat. Es ist Wahnsinn, es ist wunderschön. Ja, wundervoll. Es ist halt irgendwie eine Mischung aus Hörbuch. Und mit einem leisen Knarren des Mikrofonständers fuhr Klaus sein Mikrofon ein bisschen tiefer. Nice. So. Schön, dass die Geräusche hier auch mit dem Mund live eingedöselt werden. Achso, wolltest du irgendwie noch was sagen? Oder erstmal guten Appetit. Guten Appetit euch auch. Willkommen bei. Was gibt's denn überhaupt? Haben wir den Namen bevor? Nummer 1. Ist das Vegetarische von denen? Ja, von wem denn? Schön also Glutamat-Asiaten? Vietnamesischer Gemüseladen. Mittagsladen. Nummer 1. Ich war letztens bei MacAsia und so hat es auch geschmeckt. MacAsia, also ja. MacGuides. Ja, also es war okay. Ja. Nichts steht in Asien so sehr für den Guides wie der Schotte. Ja. Und das C von Mac war als Eurozeichen. Also Eurosymbol, das war ja. Immer ein Zeichen von Qualität. Wie schmeckt es denn? Was ist es denn? Es sieht so ein bisschen nach. Gemüse, Reis und Soße. Ja, es sieht aus wie ein Curry-Gericht. Ja. Ich dachte, du hast Curry-Gerichte. So ja, ich habe jetzt keine Wahl gehabt. Wer hat dich denn gezwungen, das zu kaufen? Na, ich musste irgendwas essen, weil das mein letztes Bargeld dafür. Ja, du bist ja auch in Berlin und da gibt es ja nichts weiter außer Curry-Läden. Ich hatte die Schuhe noch an, als du reingekommen bist. Du sprichst da nicht mit vollem Essen. mit vollem Essen? mit vollem Mund. Das ist mehr so halbvoll. Liest du die Frage heute ab? Nee, ich habe hier ein paar Fakten dazu. Das ist ein bisschen viel. Dirk hat gerade so eine Einwegserviette im Format. Ja, es ist meine Filmmakers-Rechnung. Ich dachte, Ist die Frage, wie teuer ein Filmmakers Jahresbeitrag ist. Ja, das stimmt. Mhm. Ich habe aber Rabatt, deswegen ist es ein bisschen günstiger. Nee, meine Frage ist relativ simpel und wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal darüber unterhalten, so am Rand und ein bisschen Ruhe aufgeregt. Aber ich dachte, weil wir prädestiniert für diese Frage sind, müssen wir das auch mal heute auseinandernehmen. Und zwar ist die Frage, warum ist Tatort so beliebt? Und genau so ist es halt auch. Es liegt nicht am Curry. Es liegt nicht am Curry. Nein, wir sind beide keine Tatort-Fans, aber wir werden des Öfteren damit irgendwie konfrontiert. Am Sonntag hat Klaus Ich wurde mehr oder weniger als Geisel. Ich muss noch ein bisschen Arbeit erledigen, saß in einem Barcafé und dann liegt der Tatort im Hintergrund. Der läuft da immer. Normalerweise habe ich einen Platz, wo ich nicht sehen muss von der Leinwand. Tatort, ey. So ein Schwachsinn. Aber da saß ich ein bisschen ungünstig und musste immer so auf die Leinwand gucken. Das war schlimmer als jeder Studentenfilm von irgendwelchen Studenten. Und nicht mal Filmstudenten, sondern so BWLer, die zum ersten Mal eine Kamera in der Hand haben. Ja. Und so ein paar Laiendarsteller, die zu spät zur Revierwache gekommen sind und die dann dementsprechend im Tatort mitspielen mussten. Weil der läuft ja später, deswegen nehme ich mal an, der wird auch später gedreht. Ja, bestimmt. So der Tatort. Der Tatort läuft ja jeden Sonntag auf ARD, ORF um SRF. Den gibt es seit 1970, seit exakt den 29. Januar 1970. Ich glaube, der erste Tatort hieß Ein Taxi nach Leipzig oder so. Und es werden im Jahr ca. 35 Folgen produziert. Seit 2015 wurde das Budget eines durchschnittlichen 90-minütigen Tatorts von 1,5 auf 1,395 Millionen reduziert. Das ist ja nichts mehr. Zum Vergleich, das ist immer noch höher als das Budget einer Folge Game of Thrones in der ersten Staffel. Ja gut, aber sind sie so gut? Der Tatort muss ja auch ein bisschen länger sein, das darf man auch nicht vergessen. Dafür auch ein bisschen. Die zweithöchste Ausgabe, und zwar 20% dieser 1,395 Millionen, gehen an die Gagen der Schauspieler. Da ist vielleicht ganz interessant, dass die Gage für die Kommissare, also die etablierten Schauspieler, sowas wie, ich weiß gar nicht, wer da... Jan-Josef Liefers und Axel Prahl sind die einzigen, die ich kenne. Ich glaube, Heike Mackert schon und Christian Ulmen. Was glaubst du, was die pro Folge verdienen? Ja, das sind ja mal zwei Kommissare, so 1,35 haben wir gesagt. 1,395. Also 1,4 kann man sich gut. Die werden pro Folge
27.800 Euro. Pro Folge verdient ein etablierter Tatortkommissar eine Gage zwischen 80.000 bis 120.000 Euro. Was? Ja. Und die Drehtage sind 21 bis 30 Drehtage im Schnitt. Und der Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro, davon gehen angeblich... Derzeit noch 17 genau, Euro, genau. Der muss erhöht werden. 20 Euro mindestens. Und davon gehen momentan angeblich 14 Cent von jedem von uns an eine Tatort- bzw. Polizeiruf 110 Produktion. Soweit die Fakten. Also, gut, 14 Cent sind jetzt gar nicht so viel. Nee, ich meine, aber wenn du hochrechnest, wie viel, ne? Und dann halt auch, ich habe auch am Anfang überlegt, ob ich frage, warum der so erfolgreich ist. Da habe ich gedacht, das ist relativ schnell erledigt und Quatsch. Weil läuft es halt Sonntagabends. Naja, und es ist halt Primetime, es ist halt öffentlich-rechtlich, es ist halt das reichste Rundfunk der Welt mit seinen über 20 Milliarden Überschuss. Und da sind halt. Der Beitrag muss erhöht werden. Ja, genau. Und dann halt auch irgendwie, dass die, was ich auch sehr lustig fand, weil sie die Gagen ja gedrückt haben, das hat man ja gemerkt von 80, ne, war ja, naja, und um die Gelder zu sparen, werden halt alle Szenen, die halt nicht lokal bezogen sind, was ja immer der Tatort ist, der ist immer irgendwo in der Stadt, wird es halt darauf getrimmt, dass der Größteil des Stabes, da wo der halt der Stab des Teams sitzt, da wird halt gedreht. Um halt alle Reisekosten und Hotelkosten für das Team zu reduzieren. Also es geht nie um den Schauspieler. Der kriegt halt das, was er will, sofern er etabliert ist. Denn wir sind eigentlich auch prädestiniert für diese Frage, weil wir beide mal in einem Tatort beziehungsweise zwei Tatorten mitgespielt haben. Eine kleine... Wie hieß du? Wie ich, Kommissar Bollmann, glaube ich. Ja, Bollmann. Ich war Markus, der Fahrradkurier. Okay. Wir haben auch 80.000 bis 100.000 bekommen. Deswegen können wir uns diesen Podcast heute leisten. Ja, ich war ja in zwei Dingern drin. Ich glaube, in einem habe ich echt nur einen Satz gesagt und im zweiten hatte ich so, weiß nicht, fünf Sätze oder so. Nee, Quatsch, nicht so viele. Ich würde sagen vier, drei. Ja. Und ich hätte fast keinen Namen gehabt, wenn nicht lustigerweise dann Olli Mommsen mich direkt angesprochen hätte und mir dann halt ein richtiger... Hey, Bollmann! Genau. Geil. Und mir ein richtiger, also die ganzen Komparsen, es war ein Bremer Tatort, die ganzen Komparsen am Set, wenn es um Tatort geht, also Spurensicherung und ganz normale Straßenpolizisten, bla bla bla. Die Jungs von der Spusi. Genau, und das sind alles wirkliche Polizisten. Da hat mir dann ein Kollege das erzählt, mit dem ich da halt gedreht habe, beziehungsweise ein Polizeikollege in dem Fall. Und der hat halt gesagt, die haben halt so einen Deal mit dem Polizeikommissariat Bremen. Das ist halt so ein Prestige-Ding, dass die halt sich dann irgendwie da immer wieder präsentieren. Also es sind wirklich, somit sind die ganzen, also somit müssen sie denen nichts sagen. Wenn die einen Tatort machen und die Fotos machen, dann sieht das halt echt professionell aus, weil nicht immer einer nur steht und macht ein Foto aus derselben Position und dreht sich dann, man macht noch ein Foto, sondern geht näher ran, er weiß ganz genau, wie er es normal am Tatort machen würde. Und dann hat mir eine Kollegin gesagt, weil ich halt, ich hatte ganz normale Polizei, also so, wie heißt das, ganz normale Uniform an, mit einem Stern, also die niedrigste Ranghöhe da bei Polizei. Und wie gesagt, bei Polizei Bremen ist die niedrigste Ranghöhe mit einem Stern, ist es ein Kommissar schon. Und da ich halt einen Namen hatte, war es dann klar, dass es dann ein Kommissar Bollmann war. Und ich dachte, juhu! Aber was ich da erlebt habe, war halt eigentlich nur, dass das Team seit 2002 oder sowas zusammen immer das Gleiche macht. Sabine Postel und Olli Mommsen sind die beiden Kommissare da. Und Olli ist der Clown, Sabine ist die Mutter. Es war halt alles super Team, aber trotzdem dafür, wie der Tatort etabliert in Deutschland ist und dass der halt regelmäßig irgendwie im Feuilleton da geseift wird und überall wird halt nur darüber geredet. Ich komme erstmal nicht mit dem Spiel rein, diese deutsche Fiction-Kacke. Und es ist ja auch oft, also was sich mir immer so ein bisschen als der Kult erschließt, ist einfach sich live darüber zu beschweren, wie schlimm der Tatort ist, aber trotzdem jede Folge wiederzusehen. Ja. Als würde man das auf Netflix binge-watchen. Ja, aber das, also ich habe jetzt gehört, der Tatort Quedlinburg, der soll mal ganz gut sein jetzt. Weil da spielt auch der Stormeier mit. Der ist im Theater Burghausen. Ja, und der soll richtig gesellschaftlich relevant sein, diese gesellschaftlich relevante Scheiße, die kann ich auch nicht mehr hören. Das ist hier jetzt kommt man so ein bisschen Verspätung wegen der Produktion. Jetzt ist jeder Tatort, das hat irgendwas mit Flüchtlingen zu tun oder islamischem Terror.
Ich kann die Scheiße nicht. Also, ist auch keine normale Krimi-Geschichte. Da gucke ich mir lieber eine Staffel CSI Miami auf 16 Bildschirmen gleichzeitig an. Aber schaust du so regelmäßig Tatort, dass du weißt, was da mal passiert? Nee, ich kriege immer so ein bisschen was mit von Leuten, die Tatort schauen. Okay, okay. Nee, ich aber auch nie, also nie, dass jemand sagt, aber der war jetzt mal richtig gut. Ja. Also, ja, der war, den konnte man sehen, ohne sich den Chili-Streuer in den Hintern zu schieben, damit man ein bisschen am Sitz kleben bleibt. Also ich habe das ja damals auch regelmäßig sehen müssen, wenn ich mal eingesprungen bin für die Sonntagsschicht im Royal, was ja da halt seit Ewigkeiten läuft. Und dieses bizarre Public Viewing eines Tatorts finde ich halt, also generell, ich finde alles komisch, was halt nicht Sport. Ich glaube ja, das kam 2006 auf mit dem Public Viewing. Also, dass sie es adaptiert haben, gesagt haben, von wegen von... Wir haben die Beamer jetzt gekauft für die WM in Deutschland. Genau, von der Meisterschaft nehmen wir... Jetzt müssen wir die irgendwie für irgendwas nutzen. Ja. Was kann man sonst noch so Public Viewen regelmäßig? Die Tagesschau, das Sandmännchen. Und das Verhalten finde ich auch ganz widerlich von denen, die dann da schauen. Also es war dann auch immer so, dass alle müssen total still sein, also alle Angestellten. Und wenn jemand einen Kaffee bestellt, dann wurde sich beschwert, dass jemand die Kaffeemaschine anmacht. Und du denkst, Alter, du bist jetzt nicht zu Hause, ja? Das ist jetzt nicht dein Laden, sondern du darfst hier kostenfrei den Scheiß schauen. Und während dieser 90 Minuten bestellst du eh nur einen Kaffee oder sippelst dir deine Fanta weg. Entschuldigung, welcher Wein geht denn zum Tatort? Ja. Na, zu Schimanski, kann man auch schon mal Bier trinken heutzutage? Ansonsten zu Duisburg empfehle ich den Merlot. Und auch ganz schön, alle 5 Minuten vor Tata, da haben sich alle noch irgendwas bestellt. Hast du noch eine Wurst? Ich meine, schnell nur ein Tor, aber nicht. Ja, ja, ist gut. Oh, fängt schon an. Und dann alle übernehmen das und alle sabbeln, aber alle sabbeln dies Bescheuerte. Ja, nee, ich habe gehört, der ist ja gestern gar nicht da. Ja, das ist der neue. Und ich so, oh, Alter, benehmt euch doch mal. So, und okay, neue Bar. Jedes Mal Public Screaming vom Tatort. Screening. Aber es gibt immer lokale Küche, je nachdem, wo der Tatort herkommt. Ey, sag das nicht zu laut, ey. Irgendwer findet das als Idee total geil und hat dann noch mehr Tatortaffen da drin. Und auch sehr schön, die Gespräche. Ja, reden wir weiter. Dem Tatort, wenn der eine oder andere Gast dann nochmal darüber was erzählen wollte, und man hat die ganze Zeit gearbeitet und hat das erstmal nicht mitgekriegt und zweitens wollte ich das ja nicht mitkriegen und dann wollte darüber geredet werden. Ja, also ich habe das zum Glück ja nicht so richtig geglaubt und ich fand die Wendung auch so ein bisschen, naja, und so. Dann habe ich irgendwie gesagt, warum. Wer hätte gedacht, dass der Gaststar der Mörder ist? Genau, du siehst dann halt einfach einen bekannten Schauspieler am Anfang so am Rand und dann irgendwer kommt dann auf die Idee zu sagen, der kommt nochmal wieder. Und ja, natürlich kommt der wieder. Der ist doch nicht irgendwie grundlos da kurz aufgepimmelt und wenn es dann zum Schluss heißt von wegen, was, der war nicht nur Kinderarzt, sondern der hat halt auch im Keller irgendwie 5 Teenager geschlachtet. Ja, das ist doch normal, das ist doch Tatort. Ja. Tatortsübliche Speisen. Ja, weiß nicht, das sind doch dann eh immer noch Currywürste oder so. Und auch immer scheiße, diese Hintergrundgeschichten der Kommissare. Alle müssen zerrissene, verfickte Alkoholiker, zweimal getrennt haben, weiß nicht, bizarre Sexleben oder sind ganz eigenbrödlerische... also wenn ich Jan-Josef Liefers immer in dieser gleichen, ja, meinen Sie, ich habe keine Ahnung, was Sie sehen. Ich fahre einfach mit meinem Verdeck hier offen. Und der andere, ja, Sie wissen aber hier ganz schön, ich bin dick das und doof, neu da gab's, aufgelegt. Da gab es irgendwann mal für Switch Reloaded, die haben das parodiert, ja. Also auch den Münsteraner Tatort. Und die haben das Sitcom draus gemacht, also so mit eingespielten Lachern. Das ist ja auch nichts genau, anderes. Genau, da haben sich Leute dann beschwert, so, ja, aber das ist doch beim Tatort, sind doch gar keine Lacher eingespielt. Ja, aber das ist doch, ich bin mir sicher, die bei Switch Reloaded wissen das auch, aber anders als ihr nehmen die das nicht ernst, sondern wissen, dass das halt aufgebaut ist wie eine Sitcom. Die Dialoge sind ja auch 1:1, so als ob Walter Matthau und Jack Lemmon sich streiten. Und was auch ganz schlimm ist, dass es halt, es gibt, glaube ich, irgend so einen Ruhrpott-Tatort, da gibt es halt so eine Hackfresse. Fritz hatte kurz mal sein Auge punktiert mit dem Mikrofon, während er sich den Löffel in die Nase geschoben hat. Naja, gibt es halt irgendwie so ein Dortmunder Tatort oder sowas, wo der Kommissar halt immer so die ganze Zeit sich feiert. Es ist ein permanenter Schwanzvergleich und jede Nebenfigur, die auftaucht, wird halt mit dem Dialog, der das inhaltlich nicht mitgibt, aber mit dem Spiel immer gleich gedrückt. Ach ja, vielen Dank für die Hilfe. Na dann werde ich jetzt wohl alleine weitermachen. Alter, wo kommt denn das gerade her? Das sind interessante Beweise, die Sie hier vorlegen. Aber können Sie mal Ihren Penis auf den Tisch legen, damit wir messen können? Schwester, holen Sie das Lineal. Schwester vor allem. Was ist das für ein dummer Tatort, der im Krankenhaus spielt?
Und das ist also, ich finde es halt auch so bescheuert. Also ich finde, ich bin ja ein bisschen gestört von Lindenstraße, weil ich das als Kind immer schauen musste. Aber mittlerweile denke ich, nee, also vielleicht doch lieber Lindenstraße. Zumal Lindenstraße ja auch immer diesen, schon seit Ewigkeiten, diesen aktuellen Polit. Ja, aber die sind ein bisschen aktueller, weil die nicht so ein... nicht so einen langen Turnaround haben. Ja, die haben ja, die drehen ja immer sehr weit vor und die drehen dann immer eine Szene oder zwei Szenen eine Woche vor Ausstrahlung der Lindenstraße zu aktuellen Bezug. Warum auch immer. South Park ist es auch, South Park produziert so eine Woche im Voraus, was schon ganz schön krass ist für eine animierte Serie. Ja. Und die haben auch, sie können immer tagesaktuell auf das eingehen, was gerade passiert. Ja, ich fand's bei der Lindenstraße damals auch mal ein bisschen bizarr, weil dann halt irgendwie, Mutter Beimer am Fernseher vorbeiging und sagte, Jemen, meine Güte, sowas. Und dann ist halt der Momo Dreadlocks-Typ und hat das dann irgendwie kurz mal runtergebrochen. Die sind ja auch eigentlich mehr oder minder alle die Figur, also alles so ein Typcast gewesen. Also, naja. Aber da muss der Schröder mal Truppen hinschicken. Ich finde das ja alles okay, dass alle seine Berechtigung, alle seine Fans irgendwie haben. Ich meine auch die ganze Soko-Richtung. Aber ich finde inhaltlich und vom Spiel ist da halt wenig anders. Die haben halt einfach, also ich könnte mir vorstellen, du könntest halt Soko-Folgen halt auch irgendwie Primetime-mäßig am Sonntagabend laufen lassen. Die Leute würden sich aufregen und nach einem Monat würden sie schlucken und würde genauso reagieren wie auf dem Tatort. Weil es gibt ja keinen Unterschied da. Ich finde, also wie gesagt, diese letzte Tatort, die ich gesehen habe, ich weiß gar nicht, was es ist. Wenn ich mein Handy hätte, könnte ich mal nachschauen, welche Stadt es war. Aber das war wirklich unerträglich gefilmt. Also sonst ist er eher so ein bisschen konservativ gefilmt. Und das war ein Quatsch. Ein Quatsch. Und dann noch von diesen clownhaften Laiendarstellern, wo man ja sonst immer sagen kann, okay, mit dem Budget müsste der Tatort, selbst wenn er inhaltlich Schwachsinn ist, selbst wenn er Schwächen hat, zumindest einfach die beste Produktion sein. Ja. Die beste deutsche Produktion. Aber das ist von so Längen davon entfernt, auch weil die es halt auch nicht schaffen, sich irgendwie da eine Infrastruktur aufzubauen für die Produktion. Weil ich meine, du kannst ja nicht mit einem Budget von einer US-Serie vergleichen, weil die Gehälter da auch einfach ganz anders sind und alles gewerkschaftlich geregelt ist. Aber Mafia. Die haben eine Infrastruktur. Das ist halt so eine Folge Breaking Bad oder so, die drehen halt immer in den gleichen Locations, in den gleichen Studios, deswegen sieht es halt so aus, wie es aussieht. Und nicht irgendwie so, ja, wir haben das Geld nicht. Doch, ihr habt das Geld schon, wir wissen noch nicht, wie wir es einsetzen müssten. Deswegen macht ihr halt da diesen Pimmelquatsch, den sich kein Mensch vernünftig ansehen kann. Alle sitzen jeden Sonntag wieder vor. Naja, aber, also, ich bin ja live auf Twitter mit Hashtag Tatort. Und kann ich ja mal sagen, wenn mich was aufregt, oh, jetzt hat der Inspektor Klausen seine Dienstwaffe aber aus Versehen vorne in die Hose gesteckt. Fauxpas oder Fauxpas, wie man auch sagt bei uns in Wien. Also es ist ja auch unerträglich, wie entwicklungsresistent halt irgendwie ein Tatort ist. Also im Laufe der Zeit, wie da halt keine Entwicklung vonstatten geht und dann halt auch einfach diese Drehbücher immer die gleiche Gurke halt runtergerissen wird. Irgendwann gab es ja, glaube ich, mal hier diese Premiere da, 40 Jahre Tatort, wo sie diese übergreifende Folge gemacht haben, hier ein Taxi nach Leipzig und haben dann irgendwie versucht, zwei Tatort-Kommissar-Couples da halt irgendwie zu verbinden. Cool, ein Crossover. Genau. Und das hat bei den Marvel-Filmen ja auch geklappt. Und direkt nach den Marvel-Filmen fällt mir auch sofort das andere geteilte Comicbuch-Universum von Tatort ein. Und dann den Scheiß runterreißen und dann halt aber nochmal das Original irgendwie, glaube ich, abends laufen lassen und dann gemerkt, wie gesagt, von wegen, ja, 40 Jahre stabil, immer noch total schön und siehst, nee, das Bizarre ist, es ist halt einfach kein Unterschied. Du siehst halt einen alten Tatort von 1970 und du siehst den von 2000, weiß nicht, war 15 oder sowas und du siehst halt einfach keinen Unterschied so und denkst, boah, ich meine, klar ist die Qualität der Kamera und sonst was, aber also du merkst ja, dass die halt auch, klar, du hast dann halt irgendwie auch so ein festes Publikum und du weißt halt auch, keine Ahnung, ich schätze mal, der Durchschnitt ist da 55 oder so, der sich das rein. Unser Zuhörer schaut übrigens auch regelmäßig Tatort. Nicht wahr. No. Also einer davon. Nee, ja. Naja, ich weiß jemanden, der es nicht schaut und auch zuhört gerade. Behauptet zuzuhören. Nee, wir kann ja mal bizarre Details davon geben. Achso, wir müssen mal einen Test ansonsten machen. So eine schriftliche Lernerfolgskontrolle. Genau. Bitte unter den Kommentaren mal die Fragen beantworten, die wir während der Folge stellen. Ich meine, aber das ist doch, also es wird doch auch einfach nur geschaut, es wird manchmal auch gar nicht gefragt, sondern es wird geschaut, weil es eh schon immer geschaut, das ist dieses Lindenstraßenprinzip, was ich halt irgendwie damals auch kannte. Es wird halt geschaut, weil die Eltern es schauen. Das ist aber wie, wir kaufen dasselbe Auto, wir wählen dieselbe Partei. So, aber es ist doch nicht, weil es aber gut im Vergleich zur Lindenstraße, hier ist ja zumindest wie jede andere Seifenoper auch,
episches Fernsehen. Das heißt, du hast halt einen durchgehenden Erzählbogen, wo du sagst, okay, ich habe die letzten 3 Wochen die Folgen geschaut. Jetzt kann ich mir auch zu Ende ansehen, wie die lustvolle Affäre von Mutter Beimer ausgeht. Ja. Und am Tatort ist ja eigentlich jede Folge der Moment, entweder aufzuspringen oder abzuspringen. Du bist ja durch nichts gebunden, endet ja nichts mit dem Cliffhanger. Ist ja, ja nicht so, und wie dieser Handlungsstrang weitergeht, sehen Sie nächste Folge in Tatort Dresden, wenn der Täter von Münster nach Dresden umsiedelt. Woo! Und dann auch gibt es ja immer diese Spezialtatorte. Ich habe sie ja alle nicht gesehen, aber gehört von wegen, du musst ja auf jeden Fall den Shakespeare-Tatort. Die reden die ganze Zeit wie Shakespeare. Das ist der Wahnsinn. Das oder ja ganz lustig. Oder den, keine Ahnung, Schwarz-Weiß-Tatort oder den Tatort aus den 60ern. Oder irgendwie das ist so eine gute Idee. Das haben sie aber auch alles bei Akte X geklaut und so anderen 90er Jahren. Ja, klar ist das ja alles. Also ich meine, das ist ja und keine dann, Idee neu. Wieso denn dann Shakespeare und nicht irgendwas Deutsches, wenn es halt schon so das urdeutsche Ding ist? Zum Beispiel der Tatort 39. Wo immer der Jude der Täter war. Ja, aber das würden wir immer noch sagen dürfen. Wieso nicht der Lindenstraßen-Tatort? Ja, sowas, genau. Tatort Lindenstraße. Also so Crossovers mit so random Serien. Ja, ich meine, die alle da durchwuscheln durch ihre Tatort Rote Rosen. Tatort, wer weiß denn sowas? Gehen durch Kai Pflaumes Studio. Ja, meine Güte, das sieht aus wie die Spusi. Sowas. Wer war der Täter? Ja. A, Kai Pflaume selber. Oh, das habe ich schon verraten. Oder B, der Axel singt dir mal ein Lied. Oh. Darauf depp ich mal, um euch abzulenken. Ist immer wieder ein guter visueller Gag, hier in der Show zu dabben. Ne, der Erfolg, also jetzt sage ich jetzt mal so den Quotenerfolg und sowas, einfach nur, weil der den Zuschauern so aufdoktriniert wurde. Ich meine, es ist halt einfach nur. Es traut sich auch keiner, irgendwas Richtiges dem entgegenzusetzen. Da kommt halt immer so die 100. Wiederholung von, weiß nicht, 6 Tage, 7 Nächte. Und ich meine, gibt es irgendwie eine Serienproduktion im deutschen Fernsehen, die ein Folgenbudget von 1,4 Millionen hat? Ich würde es bezweifeln. Vielleicht noch Berlin Tag und Nacht. Ja. Genau, für, ich glaube, alles am Stück 20 Jahre mit allem zusammen. Aber dann wird man auch nochmal drücken können auf 800.000. Ja. Ich meine, wie viel kostet eine Sherlock-Folge? Was war das, 800 Pfund oder was? 800 Pfund. Ja, 800.000 Pfund. Die erste Staffel vielleicht. Ich meine, aber war. Das ist mir sicher das teure geworden. So internationales Ansehen. Ja. Preise ohne Ende, hohe Qualität an Schauspielen, hast du gute mal, Bücher und dann diesen Scheiß, den wir hast hier hast du mal den Originalpilot von Sherlock gesehen? Nee. Es gab es als extra bei den Staffeln. Die haben eine Pilotfolge gedreht, die 60 Minuten lang war. Und die prinzipiell genau die Pilotfolge ist, die sie ausgestrahlt haben. Nur halt ohne das, was Sherlock visuell so besonders macht. Und die sieht halt einfach aus wie so ein langweiliger TV-Krimi. Okay. Dann haben sie halt nochmal Geld reingesteckt. Und das nochmal bearbeitet und halt unter Regisseur Paul McGuigan, der halt ein bisschen mehr Wert auf Schnitt und Kameraarbeit und so ein bisschen die Sequenzen legt und darauf, dass die Serie halt auch so aussehen soll, wie das, was sie erzählt. Und deswegen ist ja Sherlock auch zu so einem Kulthit geworden. Das andere Ding, das wäre so ein mittelmäßiger Erfolg geworden, ist halt so ein normaler BBC-Krimi. Also sieht nicht schlimm aus, aber ja. Ich habe auch gelesen, dass die halt die Bücher ein bisschen umgeschrieben haben und die Geschwindigkeit auch reingebracht haben. Ja, also, genau. Dass sie halt nach dem Original auch gesagt haben. Ja, es ist viel schneller und genau. 90 Minuten statt 60 Minuten. Sie haben doch ordentlich Handlungen hinzugefügt. Aber ansonsten, die Szenen sind halt teilweise 1:1 gleich gespielt und halt komplett anders inszeniert. Ja. Und das einfach, was das gibt dem halt wirklich was Filmisches. Davor sieht es halt aus wie so ein hell ausgeleuchtetes Fernsehset, wie auch viele Tatorte oder halt die andere Version vom Tatort. So, mal ein bisschen Arthouse, das ist ein Mumblecore, keiner weiß richtig, was er sagt. Die Tonleute stehen ein bisschen mit dem Mikrofon mitten im Bild. Und dann gucken wir mal, was passiert. Auf der improvisierte Tatort. Also alle, du merkst halt aber auch am Set beim Tatort, alle, also auch im Team, da ist schon das Gefühl von, wir sind gerade an der Spitze. Also wir können hier wenig verreißen. Wir haben in Deutschland alles erreicht. Genau, und das finde ich das Eklige, dass halt, dass es in, dass es im Volksmund halt einfach drin, oder Volksglauben, wenn du halt über Schauspiel. Im Volksglauben finde ich gut. Ja, wenn du halt darüber redest. Fiese Extreme kannst du mit einem Tatort behandeln. Ja, wenn du darüber redest, von wegen, dass du halt irgendwie Schauspieler unterwegs bist, dann ist für alle gleich von wegen, dann kannst du ja nur das Ziel Tatort sein. Wieso denn? Und dann, aber ich meine, gut, das war ja schon an der Schauspielschule, an der wir waren. Da gab es ja eigentlich nur zwei Wege, entweder Burgtheater oder wenn mal Fernseher, machst du mal einen Tatort. Weil das ist ja auch dann noch Schauspiel. Und ich denke, was? Habt ihr die mal, also,
Das nein, ist ganz so, ganz amerikanisch, das kannst du ja nicht ansehen. Das einzige richtige Schauspiel ist schon beim Tatort in Deutschland. Ja. Ich meine, wenn der Kommissar mit einem Alkoholproblem und einer minderjährigen, drogenabhängigen Tochter alleine lebt. Das ist doch 1:1 Impro-Theater. Ich hätte gerne einen Beruf. Kommissar, ja, kannst du es noch ein bisschen spezifisch, geben Sie mir zwei Probleme. Alkoholproblem und Sie misshandeln Ihre minderjährige Tochter. Okay. Jetzt brauche ich noch eine Räumlichkeit. Ein U-Boot. Zack. Genau. Und dann hat er so eine ganz eigene Art, diese Fälle zu klären. Er schaut immer die ganzen Leute nicht an beim Sprechen. Er unterbricht sie permanent. Und dann irgendwie durch Zufall hat er die Lösung gefunden. Weil meist den anderen irgendwas passiert, weil sie diese Spannung nicht aushalten, die ganze Zeit. Und dann ist er auch ganz, ganz brillant, hat aber immer Probleme mit seinem Chef. Der hat gerne mal Probleme mit seinem Chef. Und dann gibt es so eine Frau in der Pathologie, die ist immer ganz heiß auf ihn. Aber das merkt er ja gar nicht, weil er die ganze Zeit betrunken ist. Ist das auch der, der immer seine Körperteile verlängern kann und einen Helikopter, einen Rotor im Hut hat? Ja. Gadgetto liefers! Wusstest du, er hat auch seine Nichte, glaube ich. Seine Nichte ist immer dabei. Hast du mal gesehen damals? Inspektor Gadget, ich rede jetzt nicht mehr von. Ach so. Achso, ich kenne Hund, Mädchen und den. Genau, das Mädchen ist seine Nichte. Okay. Ah, es gibt einen Hollywood-Film. Der Penis gerade auf den Tisch gefallen. Ja, mit Matthew Broderick. Wo sie auch seine Nichte ist, ganz normal. Und dann gibt es einen zweiten Teil und in dem ist sie sein Love Interest. What? Da ist sie explizit nicht mehr seine Nichte. Also ich habe mir das sagen lassen. Ich hab den zweiten. Der zweite Teil ist halt so eine direkt auf DVD-Produktion wie, weiß ich nicht, Beethoven 9. DVD. Kommt wieder. Ja. Ja, damit auch qualifiziert für den Tatort. Und die Nichte löst ja auch eigentlich alle Fälle für ihn. Also perfekt. Muss nicht mal selber Investigativarbeit leisten. Man kann einfach sich. Ich möchte auch nicht wissen, was die an, also so ein bisschen Merchandise-Scheiß da halt verdienen. Weil wie viele, also weil der durchschnittliche Tatort-Zuschauer ist doch jemand, der sich die Tatorte auch irgendwie auf DVD bzw. Blu-ray in so eine Sammelbox holt und die dann in seinen Keller schließt. Ja. Und dann sagt von wegen, ich habe mir extra einen Beamer geholt, weil dann kann ich den schönen Borowski. Da steht ja auch dann nicht mehr irgendwie Tatort Bremer, Tatort irgendwas, da steht da Borowski. Tatort, weil alle wissen, wer der Borowski ist. Ah, das ist dort der mit Shay aus Game of Thrones. She Will Kekeli, die Pornodarstellerin. Ah, okay. Jetzt spreche ich sein. Ah. Game of Thrones? Porno? Ah. Ja, okay. Ja, ja. Tatort Stormy Daniels. Übrigens, bei mir in der Spielshow hat irgendein User den Nickname Stormy Daniels und er hat schon zweimal die Show gewonnen. Nice. Ich hoffe, es gab dann irgendwie ein Schweigegeld von euch, dass es nicht belegt wird. Ich meine, aber es ist, also ich würde schon sagen, dass es halt der Grund für diese Beliebtheit ist halt irgend, also ist erstmal diese Länge und das brutal viele. Lieber Penissen. Und das brutal viele Geld, was da reingestopft wird. Also die haben halt so ein. Lieber Penissen. Er hat's aufgegessen, ich bin jetzt wieder voll dabei. Warte, ich muss am Mikrofon höher machen. Oh. Dann bin ich voll dabei. Und die haben halt seit 1970 da halt einfach immer Kohle reingesteckt. Das ist live. Es laufen doch immer noch 1-1-0-Produkte. Das ist ja die ostdeutsche Version davon. Genau. Und die seien ja irgendwie für manche, also klar, gibt es halt Leute, die sagen, es ist besser, es ist schlechter. Das ist doch genau gleich. Aber genau, ist doch das Gleiche in Grün. Das ist so, wenn man sagt, ja, der, weiß nicht, Soko Köln ist nicht so schön wie Soko 5178 Zoll Köln, Brandenburg. Also, werden doch auch alle in Berlin im Studio gedreht, oder? Das ist doch so eine Außenaufnahme. Ja. Beziehungsweise Köln und dann halt irgendwie rausfahren. Also Köln wird ja auch produziert. Ah, jetzt gehe ich mal raus und bin vor dem Dom. Ich meine, ich habe ja auch mal Soko Wismar gemacht und da wird dann ja halt alles hier vor Ort gedreht. Und wenn die irgendwas brauchen, was nach Wismar aussieht, dann schieben sie halt dann irgendwie so ein kleines Miniteam hin und laufen da kurz mit ihrem Platz und dann haben sie es und dann tschüss. Ist ja auch okay. Produktionskosten werden hier überall gedrückt. Ja, völlig in Ordnung. Also ich meine, wenn das Spiel dann wenigstens toll oder interessant oder irgendwas wäre. Aber, und das Krasse ist ja halt auch immer diese Hauptfigur beim Tatort, also diese eine Hauptfigur, und das sind ja meist Leute, die gerade irgendwie gehypt sind, weil die halt dann gerade den Kinderecho 2014 gekriegt haben oder sowas wegen Integration. Und dann müssen die halt einmal durchs Bild und so, was, der ist da? Ja, also Echo wegen Integration ist, glaube ich, gerade ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß. Obwohl, hier, wie heißt der Cillit Bang, der hat doch den gekriegt und dann haben sie
Farid Bang, ich weiß, aber den Gag fand ich so lustig. Ich meine, das ja. Das war doch Farid Bang und Kollega, der Supergangster, der halt irgendwie aus dem Hunsrück kommt, in so einem kleinen malerischen Städtchen kommt. Der hat original, habe ich bei einem Extra 3 gesehen, mit 12 oder 14 Jahren hat er einen Malwettbewerb im Hunsrück bei der Sparkasse gewonnen. Und das ist der Mörder-Gangster-Rap, der Abitur gemacht hat, der hat dann Jura studiert und dann hat er sich die Arme aufgepumpt und halt irgendwie zu viel Koks genommen mein oder einziger, so. Mein einziger Gangster-Rapper ist Moneyboy. Dieses Versuchsding, Brot. Ne? Oh Mann. Ja, da gibt es doch diese Theorie, dass der das mal als... Ja, genau, dass das als Gag gemacht hat, um quasi der Gesellschaft und den Fans den Spiegel vorzuhalten. Aber dann ist er doch versunken in diesen Drogenscheiß. Er hat so viele Drogen, ne? genommen und jetzt ist er halt völlig kaputt und dann muss er irgendwann gedacht haben, Moment mal. Wenn ich mich anziehe wie ein Gangster-Rapper, um mich herum überall so Gangster-Rap-Utensilien sind und ich nicht weiß, wer ich bin, bin ich wahrscheinlich ein Gangster-Rapper. Der war ja dann irgendwann mal bei so einer komischen Show Joyce oder sowas, wo er dann den Kindern öffentlich gesagt hat, es ist vollkommen okay, wenn man mal einen drückt. Das auch bei Kalkofe gesehen. Ich kann sein, ja. Wo sie gesagt hat, was, komm, das kannst du hier nicht sagen. Ja, was ist vollkommen okay bei unser Tatort-Kommissar-Duo Kalkofe und Rütten. Oh, die nach Schläferts, machen, die schlechtesten Tatorte aller Zeiten. Ja, ich glaube, Rütten ist für mich schauspielerisch irgendwie begabter als Kalkofe. Kalkofe ist immer sehr, sehr aber das groß. Ist, aber, und Rütten hat ein unheimliches Gespür für Komik und Situation. Das kannst du ja erklären. Kalkofe ist Kommissar geworden, war aber früher Opernsänger und kann diese Theatralik und das Gewicht nicht mehr ablegen. Aber Kalkofe hat doch schon mal irgendwelche Tatort-Verarschungen gemacht, glaube ich, oder? Bestimmt. Also hat er würde halt mich über seinem... Ich glaube, es gibt nichts, was er noch nicht gemacht hat. Ja. Aber ich meine, es ist doch schon so, dass die Kinder der Kinder, bla bla bla, halt alle damit, das ist halt wie Merkel, du wählst es, weil du es nicht anders kennst. Ich meine, jetzt waren Menschen halt fähig zu wählen, die halt in ihrer zu Lebzeit nie was anderes mitgekriegt haben, außer Merkel als Kanzlerin. Das wird der Generation nach uns auch noch so gehen. Ja, und im Wasserglas oder Kopf schwimmt irgendwo. Beständigkeit, nicht. Sie hat wieder ihre Worte gesagt, oh mein Gott. Das ist der politische Nihilismus, in dem wir angekommen sind. Und so ist es halt mit dem Tatort auch. Also es wird ja nicht mehr geguckt, ob es gut ist, sondern es ist immer da. Es ist eine konstante Wetter. Seit jeden Sonntag. Ja. Jeden Sonntag. Und vor allem, du willst ja dann tatsächlich auch, was ich ja verstehe, am Sonntagabend vielleicht die Tagesschau sehen. Wenn du jetzt, ich lese meine Nachrichten lieber und ich mache es lieber online, aber ich verstehe schon. Ja, so halt unabhängig von der festen sagst, Zeit. Ja. Genau, aber wenn du halt sagst, naja, okay, gerade am Sonntagabend schaue ich mir die Nachrichten du an. Du bist davor, über 30. Genau, davor die Sportschau vielleicht, was ja auch für viele Leute dieses ist, Ritual, dann, ne? Genau, einfach zum ersten Mal also die Bundesliga habe ich damals mal Papa geguckt, sehen können. Genau. Und jetzt die Sportschau. Und ich meine, sonst hast du ja tatsächlich in Deutschland auch nur eingeschränkte Möglichkeiten, den Bundesligaspieltag Live-Revue passieren zu lassen, außer du holst die Bilder beim Chinesen. Und dann bleibst du da hängen und dann sagst du, naja, gut, was gucke ich denn danach? Da kann ich auch erstmal in den Tatort reinschauen. Da muss ich jetzt nicht auf RTL gehen und gucke mir ja an, Collateral. Nee. Und wir schauen ja alle Tatorte zusammen. Und Tatort ist ja auch so ein Scheiß fürs Büro ja ganz wichtig, um mitzureden. Wie viele Menschen müssen halt mitreden können und sind dann halt täglich informiert von Informationen, die dir gar nichts interessiert, aber wissen ganz genau, das brauche ich für den allgemeinen Scheiß-Standard-Smalltalk. Und dann habe ich den Borowski-Tatort halt gesehen und dann kann ich halt mitreden und sagen von ja, also das ist der, also seine eigene Tochter im Keller, aber gleichzeitig hat er gut den Fall gelöst. Aber gut, das mit der Tochter, das fand ich nicht gut. Und dann denke ich, mein Lieblingstatort kann man sagen, ist immer noch Til Schweiger. Also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe auch da mal zwei, drei Sachen kurz, also aus dem Augenwinkel gesehen. Ich fand halt einfach den Trailer, den fand ich total geil, weil ich dachte, der zerreißt gerade das Tatort-Prinzip und das fand ich super. Als er da irgendwie, ich habe es nur gesehen, wie er da jemand irgendwie mit einem High-Flying-Kick da irgendwie einen Augapfel rausgetreten hat und dann jemand stand hinten, Chiller! Und er holte halt die Bazooka raus. Dachte, ja, genau, der Raketen. Zerreißt den scheiß Tatort. Das finde ich halt einfach super. Auch, dass er gesagt hat, ich will den Vorspann ein bisschen verändern. Ich finde den ein bisschen aktueller. Da würde ich sagen, ich mache da ein bisschen was. Das ist halt 1970 original. Ja, kann man auch mal ändern. Dachte ich, geil. Also, finde ich gut, dass er halt einfach so in seiner Art ist er halt, das fand ich halt super, dass er einfach gesagt hat, den Scheiß muss man ändern. Und das Geile ist, ich habe einmal einen Tatort gesehen, das war dieser, wie heißt der Schauspieler? Der hat dann leider so ganz viele schnulzige ARD- und ZDF-Romane gemacht. Der hat bei Fatih Akins ersten Langfilm, Kurz und Schmerzlos, war das der Gabriel. Also ein türkischer Schauspieler, der hat den Tatort Hamburg vor
vor Til Schweiger halt gemacht. Und das war halt so ein Tatort. Also ich habe dann im Nachhinein mir das nur erklären lassen. Das war ein Kommissar, der immer undercover gearbeitet hat und somit jedes Mal in quasi eine andere Figur gesprungen ist. Und das war ein Tatort mit Ken Duken. Wie bei Zurück in die Vergangenheit. Ja. Und er hofft, dass der nächste Sprung der Sprung nach Hause sein wird. Ken Duken! Viggy! Ja. Dass man Ken Duken-Witz verpasst. Ja, Ken Duken habe ich auch noch nie gehört. Aber mach die nochmal. Nee. Komm. Du kannst die doch anhören. Ah nein, ich möchte es nochmal. Nee. Ich lache dann auch dazu. Haha, Ken Duken! Das sieht super aus auf der Tonspur. Das Pegeln war mir ein bisschen höher, dass es jeder hört. Wie eine Warnung. Am besten, wenn ihr vor 20 Sekunden leiser gedreht hättet. Das wäre super gewesen. Gut, wenn die Warnung danach kommt. Ich schneide es rein. Hätte ich jetzt die Kondome vorher nicht punktiert, dann wäre jetzt eigentlich alles... Ah, egal. Ja, und den Tatort fand ich halt ganz geil. Da war Ken Duken, war halt irgendwie so ein, ich glaube, ein Salafist, irgendwie sowas. Und diese Person, dieser Schauspieler, und wie es geht, die ich Namen gerade nicht weiß, der hat das halt einfach total geil gespielt. Weil es wahrscheinlich einfach so, also der wurde halt abgesetzt, das war halt auch geil, da habe ich mir nachgelesen, der wurde abgesetzt, weil er so Tatort untypisch war und die Zuschauer konnten sich auf den Kommissar nicht konzentrieren, weil der Kommissar... Ihn. Und dann muss noch erwähnen, der ist türkischstämmig. Ja, das ist schwierig für den deutschen Durchschnittszuschauer, der auch vielleicht AfD. Also in Baden-Württemberg war das ganz... Ja, das ist kritisch. Ne? Das kam bei den Reichsbürgern und beim AfD, also Stammpublikum, ganz schlecht an. Ja. Nee, wir haben ja jahrelang in CDU gewählt, aber ist auch mal gut. Wird die wohl noch Kanaken nennen dürfen zu Hause. Ja. Hast immer du immer gemacht in geschlossenen Wänden. MDR hat sein, Podiumsdiskussion abgesagt. Ja. Die Podiumsdiskussion sollte ja lauten, darf man heute noch Neger sagen? Ja. Und dann haben sie sich leicht ein bisschen in den Tweets verrissen. Und gleich gesagt, ja. Und dann haben es schon zwei Leute gesagt, offiziell, okay, Alter, bei euch Freunden, da lade ich mich mal kurz mal wieder aus. Ja. Dann hat MDR so Kleinlaut gesagt, ja, wir haben jetzt auch gedacht, dass wir die Sendung ein bisschen, also wir stellen die wird nicht, wir machen das nicht. Ja, ja, ja. Und da habe ich auch gedacht, Alter, das passt ein bisschen leider ins Klischee, wenn MDR dann fragt, darf man noch Neger sagen? Dass da keiner in der Redaktion sagt, können wir das allgemein umschreiben? Ich habe die Schlagzeile gelesen. Also klar, im Deutschen sagst du halt nicht so offensichtlich wie im Amerikanischen The N-Word. Ja. Aber ich meine, es wäre ja trotzdem klar gewesen. Ja, aber wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist mittlerweile schon verständlich, wenn du so das andeutest. Was ich aber eigentlich sagen wollte, dass sie gesagt haben, also er wurde halt abgesetzt, weil sie gesagt haben, der ist halt nicht Standard-Tatort-mäßig. Und der Kommissar ist nicht zu greifen für den Standard oder für den beliebten Standard-Tatort-Zuschauer, weil der halt immer eine andere Figur springt. Ja. Und der hatte kein soziales Leben. So, und da habe ich gedacht, genau das, was die guten Kommissare in Amerika haben. Weißt, die machen ihren scheiß Job und sind hinten nicht so groß behaftet. Beziehungsweise bei Sherlock ist es halt also da ist es ja immer zusammen. Ja. Diese Beziehung mit Dr. Watson ist ja auch im Fall immer Thema. Und das ist ja nicht von wegen, alles klar, das ist der Fall, jetzt sind wir zu Hause, jetzt unsere komische Beziehung, die ein bisschen sozial gestört ist, wir Thema und dann wir nicht. Sondern das ist ja immer eins. Und bei Tatort ist es ja immer so, cut, wir sind zu Hause, trinken einen Liter Korn und vergewaltigen Nachbarin, aber dann sind wir trotzdem ein guter Kommissar. Ja, ich fände es ja auch gar nicht so schlimm, wenn es nicht A, also das Privatleben so absurd wäre und B, was halt auch einfach, das funktioniert halt in einer amerikanischen Serie oder einer britischen Serie, die du jede Woche siehst, anders, weil du der Figurenentwicklung folgen kannst. Ja. Und der Tatort, das ist ja, ich glaube, sind zwei pro Location im Jahr. Genau. Oder das ist in zwei, das ist geil. Was halt einfach, dann hast dann einmal eine Momentaufnahme und dann sechs Monate später. Ja. Und das funktioniert ja auch, du kannst als Zuschauer keinen emotionalen Bogen schlagen. Es gibt ja nicht das Previously on Tatort. Ja. Sind Sie verrückt, Herr Pimmelmeier? Das kann nicht sein, dass Sie sind zwar ein guter Kommissar, aber Sie haben meine Primeln gegessen. Und um Gelder zu drücken, werden halt auch die beiden Tatorte mittlerweile am Stück gedreht. Das heißt auch für die Schauspieler so den Spaß, dass die dann halt irgendwie... Ich hoffe auch mit derselben Cast. Ja, genau. Also naja, ich meine, der Kommissar-Cast schon... Nee, bestimmt. Nicht nur nicht die Kommissare, die anderen. Das wäre auch ganz geil, wenn so im ersten Tatort der Täter im Hintergrund einfach immer nur die Wurst serviert hat, aus dem Grill stand und dann im zweiten Tatort denkst, oh mein Gott, er war die ganze Zeit vor unseren Augen. Oh, wer hätte ahnen können, dass er der Wurstmörder ist? Er hat doch im ersten noch gesagt, Würstchen, ich liebe Würstchen.
Ja, und die haben dann irgendwie, glaube ich, 48 bis 60 Drehtage, aber selten halt 60, ja. Weil die halt ja auch ihre Gelder sparen dürfen wollen und dann haben die halt dann maximal dazwischen mal ein Wochenende und dann sind die halt auch alle im Arsch und auch viele sagen halt, also vom Hauptcast natürlich, ja. also Kommissar und sowas, dass, dass sie halt sagen, das fing damals an, das habe ich von Mommsen gehört, dass sie gesagt hat, das Schlimme ist, dass der Zweite dann gefühlt immer durchhängt, weil du irgendwann nicht mehr die Kraft hast. So. Ja. Weil du halt einfach so am Stück runterpowerst und die sind ja manchmal 12 bis 14 Stunden. Ja, genau. Ja. Und die sind dann ja halt, und du hast ja auch keine festen Zeiten. Du kannst nicht sagen von wegen, aber angesetzt war bis 7. Sondern, ja, okay, dann gehen sie jetzt oder was. Ja, und wir bauen hier die künstliche Sonne ab. Jetzt ist 1 und morgen um 3 ist Call-Time. Ja, Call-Time. Wusste ich, onanieren. Hatten wir letztes Mal auch. Ich finde, es ist auch. Ja, wir sind so stabil und Standard wie der Tatort. Wie der Tatort, ja. Jeden Sonntagabend. Ja. Wenn ihr uns kurz vor der neuen Folge. Ja, und ich glaube halt einfach, durch diese Gehirnwäsche seit Jahrzehnten sind halt einfach so viele Tatort-Fans in Anführungszeichen da draußen. Für den Tatort. Halt, genau, die es nicht in Frage stellen, sondern einfach sagen: Ja, also meine Freundin hat das auch. Ich habe das mal mitgeschaut. Ist schon okay. Ja, aber hast du die anderen Produktionen auch mal geschaut? Ich glaube, oder hast du Netflix? Hast du einfach Netflix? Und kannst eine freie Auswahl an so vielen guten Serien, die gut sind. Aber ich finde es auch zum Beispiel gut, dass jetzt gerade so, wenn vielleicht auch nicht tolle Serien, aber gerade so viele Serien in Deutschland produziert werden. Also die Privaten hauen ja Dinger raus. Ja. RTL hat jetzt. Das Kudamm soll gut sein, höre ich immer von allen Seiten. Ja, Kudamm habe ich gesehen. Fand ich sehr geil. Ich fand halt auch dafür, dass es RTL ist, um das Klischee mal zu brechen, Deutschland 83 ist halt der Knaller. Eine scheißgute Serie, die halt in Deutschland überhaupt gar nicht ankam, aber beispielsweise in Amerika und Großbritannien ist es auch total. Ja, genau. Ich habe nur einmal 90 Minuten Zeit. Apropos, müssen wir die Folge diese Woche eigentlich auf 90 Minuten ziehen? Weil ein Tatort im Durchschnitt 90 Minuten hat. Wäre schon ein guter Gag, ne? Ja. Und diese Folge kostet auch 1,395 Millionen. Nicht. Ich lass dich einfach nochmal ganz kurz ein bisschen improvisieren. Ich trinke mal ein Stück Wasser in der Zeit. Was heißt improvisieren? Ich bin halt gerade so aufgedreht. Weil ich bin aufgedreht. Ich habe gegessen. Ich kann mich nicht hinlegen und schlafen. Ja, ich weiß. Blut ist jetzt alles, wo es nicht hin soll. Naja, weil wir halt da oft drüber reden und wir regen uns halt drüber auf, zu Recht. Und jetzt können wir uns mal mehr oder minder öffentlich darüber aufregen, weil es halt einfach so scheiße ist. Und es werden halt, was ich sagen wollte, schöne neue Sachen, was heißt schön, aber es werden halt neue Serien schöne produziert. Und RTL hat ja jetzt gerade 4 Serien wieder rausgehauen und die produzieren halt auch weiter. Jetzt habe ich gestern erfahren, seit letzter Woche Dienstag produziert Fox ihre zweite Eigenproduktion, und zwar Milk and Honey. Vorher, also letzten Dienstag. Bitte lass es 2 Kommissare sein, das ist Honey wie bei Honey und Nanny. Nicht schlecht. Nee, ich hab's kurz abgebrochen. Nein, Milk ist eine Kuh. Der ermittelt mit einer Kuh. Ja, fast. Es geht darum, also es spielt hier im Raum Brandenburg. Und zwar geht es darum, dass entweder 2 Freunde oder 2 Brüder, einer war irgendwie weg im Krieg, keine Ahnung. Und der andere hatte halt... Von welcher Ära reden wir hier? Nee, ist jetzt schon aktuell. Deswegen, ich weiß nicht, warum er weg war und wiederkam. Also irgendwie, deswegen habe ich jetzt mal kurz gesagt Krieg. Ja. Ah, okay. Keine Ahnung, vielleicht war da auch... ich weiß es nicht. Der kommt jedenfalls wieder in Brandenburg. Ja. Und jedenfalls hatte die Familie eine Imkerei. Und das hat ja dann, sagen wir mal, der Bruder übernommen. Und dann kam der andere wieder und die lief total scheiße. Und dann denkt der Bruder, okay, jetzt machen wir das, jetzt ziehen wir das weiter, weil der es noch im Hinterkopf hatte, von wegen, unsere Familie hat eine Imkerei gehabt. Ja. Das wollen wir auf jeden Fall retten, dieses Unternehmen. Das ist halt ein traditionelles Familienunternehmen. Aber Brandenburger Land, da ist es halt tot. Das hat halt kein Geld gebracht. Und der Bruder, also der noch da geblieben ist, ganz gewieft hat aus dieser Imkerei einen Escort-Service gemacht. Ich wollte Webcam-Prostitution sagen. Ungelogen. Und ist das nicht super? Und das wird jetzt gerade seit letzten Dienstag halt produziert für Vox. Also Vox hat halt auch, die haben auch gesagt bei DWDL ganz klar, wir distanzieren uns von der letzten Produktion, das war halt Club der Roten Bänder, der halt überhäuft wurde mit Preisen. Die wurden halt, die waren auch selber so überrascht, dass es so gut war. Deswegen haben sie gesagt, nein, wir haben jetzt nicht einen Standard. Ich habe auch mal eine logistische Frage. Nimmst du denn als Escort eine Biene oder so viele Bienen, dass sie eine Frau formen? Nice. Ich glaube, jede Frau ist behaftet mit 500 Millionen Bienen. Oh, so wie so ein Bart aus Bienen? Ja. Oh, ja. Baby. Baby, safe. Nee, und
die haben halt das Problem, dass sie natürlich alle von allen Seiten jetzt gehört haben, von wegen, okay, dann legt jetzt nach, weil Club der Roten Bänder, eure erste Produktion war so scheiße gut. Sagt, ja. nee, das ist eine eigene Produktion, wir finden das Buch super oder die Bücher super und wir wollen da was Schönes produzieren, aber wir ziehen uns jetzt nicht den Stiefel an, wieder so mördermäßig die Preise abzuräumen. Und die Geschichte ist ja auch eine ganz andere. Also das andere, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe nur gehört, das war halt irgendwie in Krebsstationen. Genau, und dann halt Kinder, die halt alle irgendwie wenig oder keine Aussicht hatten. Kinderonkologie oder so. Ja. Oder Teenager. Ja, genau. Ja. Und dann halt irgendwie, ja, zusammen halt eine unheimlich gute Energie und Kraft und Freundschaft und ja, und die ganzen Hochs und Tiefs. Und halt irgendwas, wo ich jetzt mal, also ohne es jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit sagen zu können, aber was nicht von einer amerikanischen Serie kopiert ist. Echt nicht? Oder? Ich weiß nicht. Also würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe jetzt, ich habe nicht viel davon gehört, aber es okay. kommt mir nicht so vor. Also Milk und Honey ist eine Kopie. Okay. Aber ich glaube aus dem israelischen, also auf jeden Fall irgendwie arabischen Fernsehen oder sowas. Okay. Da gab es halt so eine ähnliche Idee. Nur da wurden die Macher enthauptet. Wahrscheinlich. Ja. Die haben anstatt in Imkerei eine kleine Enthauptungsstation im Keller aufgebaut. Kam richtig gut an. Blutwürste für 1,20. Ja. Aber da habe ich gedacht, also das finde ich halt ganz gut gerade, dass halt so viele, weiß nicht, so viele Verträge gerade auslaufen, dass sie sagen von wegen, wir wollen jetzt CSI Buxtehude nicht das 700. Mal rausbringen, wiederholen. Und dass sie sagen, okay, wir produzieren mal eigen und dann auch für den Nachmittag oder sowas. Beziehungsweise Vox wird dann ja wahrscheinlich das schon zur Primetime raushauen, weil das ist ja dann schon ihr Steppenpferd, so wie Club der Roten Bänder. Hast du gerade Steppenpferd gesagt? Ja, ich habe gemeint Steckenpferd, ja. Ich habe immer das neue Serie auf Vox, das Steppenpferd. Ja. Über Pferd Ferdinand, der durch die Steppe reiten möchte. Ja, es ist das alte Holzpferd und nicht das Pferd auf der Steppe. Ich weiß, es tut mir leid. Das war doch ein wir pitchen gleich noch ein paar Serien um den Tatort zu ersetzen. Nice. Ja, aber ich meine, ich wollte damit halt eigentlich nur sagen, dass es halt gerade so eine schöne Entwicklung gibt und dann ist es ja halt auch so, dass man als unbekannter Schauspieler, wenn man halt zum Tatort will, auch schier Unmögliches quasi vollbringen muss, um da halt eine gute Position zu finden. Also jetzt nicht wie wir halt irgendwie... Markus und Bollmann. Genau, so am Rande Tatortkommissar. Wir waren auf dem Fahrrad oder ja, im Fuße. Naja, und das ist halt dann auch wieder lächerlich. Und dann halt auch diese Interviews sind immer die gleichen. Die sagen, ich bin sehr endlos dankbar, dass ich beim Tatort drehen darf und sowas. Und ja, aber das war richtig spannend. Wieso wäre es nicht irgendwie eine Dankbarkeit für einfach ein schönes Projekt, was halt normal finanziert wird? Also nein, es war kein schönes Projekt, es war ein Tatort. Ja. Ich meine, also die Finanzierung, also wie teuer das ist. Ne? Wenn man sagen würde von wegen, ja, wir reißen das mal ein bisschen runter und versuchen irgendwie, also das halt, natürlich dann auch irgendwie Schauspieler für Schauspieler agieren und sagen, ja, der Liefers braucht jetzt nicht 120.000 pro Tatort, sondern der schafft das mit 50.000, was auch eine scheiß große Menge an Kohle ist, hat er im Jahr immer noch alleine vom Tatort 100.000. Ja. Und also das ist ja auch schon erstmal ein bisschen Geld. So, da kann er mit sich ja auch, oder du machst es halt wie eine normale Serie und produzierst halt nicht an 18 verschiedenen Standorten mit 18 verschiedenen Kommissarduos. Ja. Sondern das Geile ist ja auch, dass sie alle ihr eigenes Equipment haben. Diese ganzen Standorte haben ja nicht von wegen, wir haben die ARD-Basis. Ja, genau. Und dann ist ja halt, und es gibt ja dann irgendwann auch immer wieder den Austausch des ganzen Equipments. Dann heißt von wegen, ja, dann, als die Alexa rauskam, da war dann plötzlich Standard, die alten wurden rausgehauen, die ja nicht alt waren. Eine neue Alexa, die hat einen lustigen Hut auf. Ja. Und dann, ja, wahrscheinlich den Stetson von Liefers. Und das ist halt auch wieder krass, dass die dann halt auch mit so einer, also manchmal, so wie du es ja auch beschrieben hast, hast du auch manchmal das Gefühl, dass halt irgendwelche Szenen umgesetzt werden, weil da halt gerade jemand halt einen dicken Pimmel hat. Da ist dann halt irgendwie so eine hektische scheiß Kamerafahrt mit Szenen mit 70.000 Schnitten. Da versuchen die halt große zu kopieren, kriegen es aber nicht hin. Also nur weil du das teure Equipment hast, kannst du es nicht umsetzen. Ja, die haben uns von Tarantino und Guy Ritchie inspirieren lassen. Ja, aber die wissen halt, was sie machen. Genau. Die haben dann halt auch ein schönes Buch. Ja. Und die haben und eins, was zu der Art Film, die sie machen wollen, passt. Du kannst dich, wenn zu Hause halt irgendwie ein Kommissar gerade halt irgendwie ein Interview mit jemandem hat, dann reicht halt irgendwie, keine Ahnung, eine Zweier und zwei Overshoulders oder sowas. Dann musst du halt da nicht irgendwie eine POV-Kippe machen oder so. Ich finde halt ein gutes Beispiel dafür, wie es halt wirklich besser geht, sind Black Mirror hat in den letzten zwei Staffeln ja auch zwei Krimi-Folgen, die mehr oder weniger 90 Minuten Krimis waren. Crocodile und Hated in the Nation. Die mit den Bienen und die, wo man in die Erinnerungen springen konnte.
Was ja auch egal ist, aber Black Mirror hat. Ach, diese Drohnenbienen? Auch, genau, diese, genau. Ah, okay. Und die hat auch, wenn man sich die einfach nur, und das, die beiden Krimi-Episoden waren beide wirklich nur so sehr lo-fi, zu den Rechten, dann, wie viel besser die aussehen, wie viel besser die inszeniert sind. Einfach, weil die halt wissen, was sie machen. Und nicht, ja, naja, aber wir treffen uns hier einmal im Jahr und das ist unsere ganze Produktionsfirma, hängt davon ab, dass wir hier den Tatort machen und dann haben wir jetzt die alten Kameras, haben jetzt alle die Produzenten nach Hause genommen, jetzt haben wir neue von unserem Budget und das ist ja super gehetzt. Und dann diese Scheiße, wenn der Tatort sagt, ja, wir haben ja schon kaum Budget. Es ist ja schon kaum Budget, mit dem wir arbeiten. Wir haben nur 1,4 Millionen, Freunde, im Schnitt. Ja. Das heißt, da gibt es auch mal einfach den Tatort für 2 Millionen, den gibt es mit Sicherheit auch. Ja, und so da sind sie halt über dem, was ein Low-Budget Kinofilm in Deutschland haben kann, 90 Minuten von der Länge. Ja. Also Low-Budget ist, glaube ich, bis bei 10.000 pro Minute Laufzeit gedeckelt. Also ich dachte, das wäre so ein... Nee, es gibt halt Reglements, wann du als No-Budget und wann du als Low-Budget gehst. Ja, ja. Und ich dachte halt, dass wenn 90 Minuten halbe Million ist Low-Budget und also zwischen 750 und 1 Million wäre es halt schon normal budgetiert. Ich dachte, das wären so 10.000 pro Minute Laufzeit. Okay. Aber du bist ja trotzdem noch drüber mit dem Tatort-Budget. Ja. Ja, ja. Also in jedem Fall. Und dann, was du dann daraus machst. Ja, ne? Und das, dann sieht es halt so aus. Ja. Alles gut. Ich habe vor Wut gegen das Mikrofon genäselt. Naja, ich habe mich auch schon gefragt, ob es da nicht Leute gibt, die dann halt nicht irgendwie, weiß nicht, sich Arme und Beine ausgerissen haben, um da zu drehen, sondern schon daran wollten, aber gut gearbeitet haben, waren jetzt da und dann versucht haben, was zu verändern. Weil du hast ja immer so Tatort, die irgendwie ausbrechen und dann war es das auch wieder. Ja, das, also, ist das Problem, wenn du Sartres im Räderwerk nicht gelesen hast. Wenn du was? Sartres im Räderwerk. Nee, habe ich nicht gelesen. So, Pflicht, ich meine auch die Leute dann, die dann Pflichtlektüre für alle, die was verändern wollen. Auch so politische Revolution. Also spielt in der politischen Revolution, wo jemand was verändern möchte, einen Systemumsturz bewirken, nachdem der letzte Umsturz nicht geklappt hat. Und er will es dann besser machen und beschließt dann am Ende seine Freunde, die letzte Revolution geplant haben, hinzurichten. Und dann am Tage, bevor er selbst die Macht übernimmt, kommen dann halt so die ganzen Industrieoberen zusammen und sagen so, ey, du kannst hier gar nichts anders machen. Wir leiten den Laden hier. Da habe ich mich auch schon mal gefragt, ob es manchmal Gespräche gibt, wo dann, weiß nicht, Rundfunkrat oder Intendant sagt, ziemlich Freunde, sicher. Das ist hier der Tatort, das machen wir seit 1970. Ich bin 500.000 Jahre alt. Institution. Genau, ja. Weil ich meine, die Intendanz, beziehungsweise die Letzten, die sprechen, die sind ja auch kurz vorm Tod. Mhm. Also, was war das vor ein paar Jahren? ZDF, 50 Jahre oder sowas, wo dann halt so eine Live-Doppelshow lief, wo vorne ein Tisch, also echt mit Fernsehballett und so ein Scheiß, und da war halt dann irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 der Intendanz war da, und die waren halt locker Mitte 70. Und du hast halt echt gesagt, jeder Gag, der dann halt irgendwie so ins Tagespolitische ging, war dann für die schon fast drüber. Und, ist aber wenn es halt einfach dein Ziel ist, dass du und deine Kollegen Echsenmenschen nicht weiter auffallen und deswegen möglichst immer einfach zu verdauen ist. Aber eigentlich ist der Tatort doch dann so brutal auffällig, weil der halt so, wie ich vorhin gesagt habe, sich nicht entwickelt. Ja. Nichts darf sich entwickeln. Also ich meine, da gibt es dann mal ein Hoch und Tief. Das Prinzip Merkel. Aber, ist, nichts. Weil zum Beispiel, wenn halt irgendwie so ein Kommissar dieses Klischee nur ein Alkoholproblem hat und das irgendwann sich so zuspitzt, dass es jetzt rausbricht, dann könnte man doch sowas sagen, okay, dann geht es in die nächste Stufe in Entziehung, bla bla bla, und dann verändert sich sein ganzes Verhalten, sein ganzes soziales Verhalten und dann natürlich auch sein berufliches Herangehen. Dann fehlt ihm, keine Ahnung, eine Schroffheit oder sonst was. Oder und wie soll der Zuschauer das verstehen? Genau, so. Und das ist das Gefühl, das Problem, was die einzelnen Figuren haben, müssen die ewig halten. Und dann ist es ein lächerliches, dann ist schon wieder eigentlich... Oder du führst halt einfach eine Figur ein, die immer am Anfang der Folge vorstellt, was sich verändert hat. Mensch Bielmeier, seitdem sie in der Entzugsklinik waren, hat sich ihr Alkoholismus verbessert, aber ihre Ermittlungsmethoden verschlechtert. Gut, dass ich Ihnen in der letzten Folge Co-Kommissar Pimmelmeier an die Seite gestellt habe. Zusammen haben sie schon 3 Fälle gelöst und der 4. kommt bestimmt bald. Chef, ein 4. Mord in der Stadt. Pimmelmeier.
Aber ich meine, es gibt ja manchmal Veränderungen, die sind aber so lächerlich oberflächlich, wo du denkst, was? Und dann kommt an, was haben Sie denn da an? Rote, keine Ahnung, Landfrauensneaker, nein, was wollte ich sagen? Irgendwelche rote Windlederslipper, sowas. Und dann, ja. Warum das denn? Ja, wieso, die trägt man so. Meinen Sie ehrlich? Und dann ist das halt immer so ein unterschwelliger Gag, der dann beim Tatort kommt dann in die Spurensicherung und sowas und dann, also das für Schuhe? Sagt der Kollege, der am Anfang die Schuhe moniert hat, das sind rote Wildlederslipper, das trägt mir jetzt so. Ja, ich weiß ja nicht. Und zum Schluss dieser Folge sitzen sie dann wieder bei Currywurst. Hatten Sie gestern nicht diese roten Wildleder? Ja, ich habe sie ausgezogen, ich trage sie nicht mehr. Und das dann halt einfach durchgezogen, dass man sagt, hier gab es eine Veränderung und die Entwicklung stand, ist so weit nach vorne geschritten, dass er zum Schluss sie wieder ausgezogen hat, um wieder wie immer seine Scheißboots zu tragen. Ist doch klassisches Geschichte erzählen. Anfang, Mitte, Ende. Ja, es, oh. Darf ich nicht, weil ich krieg so ein, mein Herz geht, so scheiße ist das doch. Ich meine, und also einfach die Tatsache, okay, wenn die da alle nichts verändern, dass es halt einfach so geschluckt wird, dass die Leute sich diese Scheiße mal reindrücken. Ich glaube, vielleicht ist es auch eine Konstante, weil die Leute dann immer denken, es ist alles so unsicher heutzutage, aber der Tatler, da kann sich drauf verlassen. Ist ja, also das Geile ist ja halt auch, dass es ja eigentlich fast immer um Mord geht, dass halt auch die Tatsache des Mordes gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Es gibt ja nicht einen Kommissar, der irgendwann da steht und sagt, und, Alter, wir machen das seit 25 Jahren. Diese Leichen, immer nur Menschen, die andere Menschen umbringen, das ist zu viel. Ich kann, sondern oh, ganz geschickt war, also mit der Peitsche gegen Hekop beim Fahrradfahren und dabei dann diese Windleder-Sneaker. Ich sag mal Chapeau, hier eine Wurst. So. Ist der Mord Gott, auch mal so ein schönes Beiwerk zum Weinen. Ja, genau. Verdi Vogts hat übrigens noch mitgespielt im Tatort. Ja, wer hat denn die jetzt? Die haben seinen Hasen gerettet. Eine ganz große Sternstunde des deutschen Tatorts, wenn Verdi Vogts dann irgendwie die beiden Kommissare schaut. Danke, Sie haben meinen Hasen gerettet. Wirklich, ich wüsste nicht, was ich ohne Sie hätte machen sollen. Also GZSZ und der Hasbert hat ja, dankt Ihnen auch. GZSZ hat ja mit den meisten Promis mal durchs Bild geschoben. Da war ja Tatort. Gerhard Schröder war ja, doch mal. Ja. In, wie heißt das, Richters? Engels? Clemens? Ach so, Joe Gerner oder was? Oder? Nee, in der Bar. Ach so, ja, die gibt es ja nicht mehr. Ja, Schröder gibt es auch nicht mehr. Schwanenpimmel, wer hieß sie denn? Ja. Das war doch von Joe Gerner irgendwie so ein exquisites Restaurant, so ein Drei-Sterne-Restaurant. Ich glaube, das war nur eine Bar. Ah, dann war es das Daniels, oder? Ja, das Daniels, ja. Gott, das A.R. Daniels, ich glaube, bei seiner letzten Folge hat er gesagt, wofür steht denn A.R. eigentlich? Arausimus, Rotzdi, irgendwie sowas. So ganz bescheuert. Was, faszinierend, zack, ins Boot, tschüss. Ja. Wer ist denn abgehauen? Daniel. Er hat gesagt, wie haben wir Vornamen. Wie denn? Ah, oh, das weiß ich nicht mehr. Ja. Wie Carlo Trainer war auch mal. Der Name des Hausmeisters bei Scrubs. Wie heißt er? Der Hausmeister? Hm. Weiß man nicht. Oh, fuck. Ich glaube, er sagt ihm am Ende Mickey in der letzten Folge Scrubs, aber dann kommt irgendwie ein Arzt vorbei und sagt, ah, hi, Michael. Der jetzt im Hauptcast ist von dieser lustigen Serie The Middle, was ziemlich dicht dran ist an Malcolm in the Middle. Okay. Und ich habe es versucht, ich komme da voll nicht rein. Er spielt einen Vater. Ja, ja. Ja, okay, ja, davon habe ich gehört. Ja. Ja, Dings hat auch Zach Braff hat auch eine neue Serie, die furchtbar aussieht. Was hat denn Zach Braff eigentlich die letzten 10 Jahre gemacht? Alex Inc. heißt die. Garden State hat er, glaube ich, gemacht. Da hat er noch Scrubs gemacht. Die letzten 10 Jahre? Ja, nee. Und dann hat er, das wird so 7, 8 Jahre her sein, einen Film gemacht, den er über Kickstarter hat finanzieren lassen. Obwohl das ganze Geld auch privat hätte aufbringen können. Ja gut, aber warum, wenn die Fans es haben? Naja, und es ging auch dann darum, halt einfach so ein bisschen, das war so ein bisschen der Skandal, dass er das mehr oder weniger als Werbeinstrument genutzt hat, um gratis Publicity für einen Film zu schaffen, der am Ende auch ziemlich mittelmäßig war. Hm. Ja, und jetzt hat er diese neue komische Serie, die heißt Alex Inc. und da spielt er einen Podcaster. Aber es sei. Podcast! Ja, aber in so einem riesen, lichtdurchfluteten Büro. So wie hier. Also, ja. Naja, aber ich meine halt mit in so einer riesen Firma. Er macht irgendwie so einen Podcast in so einer Firma. Wie wir? Ja, wie jeder Podcast. Kann ich auch mal. Ja. Wir sollten live bei Brownie mal im Büro podcasten. Mm. Oh nein, jetzt habe ich gesagt. Nicht das. Wir sollten live beim Pitch-Workshop von Ranjit mal podcasten. Und jetzt geht er nach vorne und gibt ihnen einen Tischtennisschläger. Oh, wer ist das denn? Der Boss von Jumbo Airlines. Oh, and that's a bad man. Ja, wir nähern uns auch der 1-Stunden-Marke. Ja. Jetzt wird langsam enthüllt, dass der Gaststar der Folge mein vietnamesisches Essen der Mörder war.
Achso, ich dachte sich recht, weil du die ganze Zeit deinen Bauch so hältst. So, nee, ich versuche mich irgendwie abzustützen, dass ich nicht so vor dem Mikro hocken muss. Achso, ich dachte wegen Darmverschluss irgendwie. Was würdest du denn... Holt wieder den Zettel raus. Was würdest du denn abschließend sagen zu dem Quatsch? Die Frage steht bei dir auf dem Zettel. Was würdest du abschließend sagen? Genau. Was ist denn so dein Fazit? Was glaubst du denn, warum ist der Scheiß so beliebt? Ja, weil es da ist. Weil es ist immer da. Es ist immer gleich. Das ist wie Merkel. Warum ist Merkel so beliebt? Das ist halt immer da. Genauso wie Kohl vor ihr. Das ist ein der wenigen Male, dass ich hier sitze mit dir über ein wichtiges Thema rede, was mich erschreckt. Ja. Die Tatsache, weil wir haben so oft darüber und wir haben halt uns nicht nur aufgeregt, sondern ab und zu auch mal ein bisschen mit Fakten, so wie wir hier auch versucht haben, und herausgefunden, dass es halt, glaube ich, daran liegt, dass der Scheiß... Hat er geklopft hier? Ja. Das ist halt... Also, nein. Ich habe mir gerade... Ja. Ah. Gott, das ist halt einfach da. Ich komme kurz an der Tür. In deinem Kopf hat jemand geklopft. Ist genug da. Gegen Holz. Ja, und es ist halt auch... ich würde ihr verstehen, wenn du halt sagst, na okay, der eine Tatort ist halt besonders beliebt. Also es gibt halt irgendwie ein Kommissar-Duo, was es besonders aber gut macht, eine Produktion, die es besonders gut macht. Gab es den Schimanski-Kommissar nicht irgendwann als eigenständige war Figur? War das so oder war das immer noch Tatort? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich auch nicht. Aber ich meine, aber das ist ja auch schon ewig her, also frühen 80er oder so, späte 70er. Der Fahnder war damals geil. Ich musste gerade an den Fahnder denken, das fand ich eine geile Serie. So ein runtergerotzter Ruhrpott-Kommissar. Der eigentlich nur ein bisschen, der war ein bisschen ernster, hat ein bisschen wenig sozial, der hatte aber kein Problem mit irgendwie Alkohol oder der war halt einfach so ein bisschen, sein Ding war ein bisschen, wie hieß der, rechte Hand vom Kapitän von das Boot. Also der Kapitän war ja, Trochner. Genau, und die rechte Hand war, ist er Gerd Fröbe? Oder? Nicht Gerd Fröbe, Gott. Ja. Der hat halt später auch den Pfarrer Henning Schwarz in dieser Frankfurter Serie gemacht. Schwarz greift ein. Was? Das war so 90er Jahre Serie. Das sehr war, wenig deutsche Serien gesehen. Okay. Ja, die war zum Beispiel auch nicht scheiße. Mhm. Das war so ein Pfarrer, der halt auch jetzt nicht irgendwie total, weiß nicht, versucht hat, jedem zu gefallen, aber der kam halt auch so aus Frankfurt ein bisschen Ghetto und somit war der halt dann auch nicht so weit weg, halt irgendwie den einen oder anderen Kindern auch mal mit einem harten Wort zu sagen, was richtig und was falsch ist. So. Und das war der vorige Fahnder. Und Fahnder war, glaube ich, eine WDR-Produktion oder sowas. Was ist denn mit dir? Irgendjemand ist hier an den Wänden. Ja, vielleicht in deinem Kopf. Ich höre nichts. Naja, jedenfalls irgendwie muss Klaus jetzt gerade... Ja, Entschuldigung. ist komplett abwesend. Schaut so ein bisschen wie eine Katze, die gerade einen Einlauf gekriegt hat. Ich weiß nicht, was du deinen Katzen machst. Ich habe keine, leider. Ja, deswegen, ja. Laufen nach dem Einlauf falls immer ihr weg. Katzen oder Kommentare habt, schickt sie uns. Schön, ich dachte, du gehst in den Atmo-Ton. Und zwar an fürnüsse@gmail.com. Oder an @fürnüssepod auf Twitter. Jetzt, eindeutig irgendwas. Warte mal, ich lass mal laufen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe halt jetzt auch irgendwie gehört, dass irgendwie ein Rasseln war oder so. Ja, jetzt hat er gerade tatsächlich irgendwas an der Tür. Ich glaube, es ist halt... Oh, jetzt hat er einen Stuhl gekriegt. Oder einen Stuhl abgegeben. Ich weiß nicht, der Kommissar Klaus rennt hier wie ein junger Gott Unterbrechung in diesem Podcast. Sofa-Zimmer herum, weil seine Nachbarin ihm irgendwas gerade gegeben hat. Ich weiß auch nicht mal, wenn er weg war, da muss er erstmal singen. Wenn Hörer sitzt fest. Ja, ist alles gut. So, also deine Nachbarin hat dir einen Stuhl gebracht. Traumhaft. Mein Stuhl. Ja, festen Stuhl. Sind wir alle froh darüber, wenn er da ist. Ja, also ja, ich wollte auch noch sagen, ihr könnt natürlich auch Kommentare unter Fragen den Videos stellen, könnt ihr uns auch fragen. Ja, oder genau, das Wichtige eigentlich. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt verpasst habe. Fragen. Nee, eigentlich habe ich nur kommentiert, was hier gerade passiert ist. Jedenfalls könnt ihr das halt auch tun bei dem schönen Kanal Fürnüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube. Ich habe YouTube gesagt, weil das auch Kai Pflaume sagt. Cool. Der Depp, dann darf der auch YouTube sagen. Naja, wenn er darf, dann darf er. Außerdem könnt ihr uns abonnieren als Fürnüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes oder Podcast Addict, je nachdem, ob ihr Android oder iOS nutzt. Nice. Und ihr könnt auch einfach direkt auf die Website, aber da ist nicht so viel drauf, außer den Podcasts. Aber hey, was sollt ihr mehr? Und die heißt fürnüssepod.com. Jetzt singen wir noch kurz das Tatort-Titellied.
Das geht wie? Er ist tot, Jim.